Hallo meine Liebe, ja, wenn du das Video siehst, bist du ja auch schwanger und heute geht es um das Thema Ernährung in der Schwangerschaft. Worauf sollte ich achten und worauf sollte ich auf jeden Fall verzichten und warum? Los geht's! Immer wieder ganz heiß diskutierte Themen sind die Rohmilchprodukte, wie zum Beispiel nicht pasteurisierte Milch oder auch Mozzarella und sämtliche Eiscremes und so weiter. Also davon sollten die Schwangeren auf jeden Fall die Finger lassen, denn diese Produkte beinhalten meistens auch Listerien und lösen somit eine Listeriose aus. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden, denn das steht auch ganz oft im Zusammenhang mit Fehlgeburten und ja, das möchte man natürlich vermeiden. Also, wie erkenne ich Rohmilchprodukte? Es gibt seit 2006 eine Kennzeichnung, eine europäische Kennzeichnungspflicht. Und es steht immer ganz deutlich drauf in Landessprache, welche Produkte das sind. Auch völlig unbedenklich sind natürlich Milcherzeugnisse, die vorher aufgekocht worden sind oder erhitzt worden sind. Und somit sind alle Bakterien abgetötet. Also immer darauf achten, dass es pasteurisiert ist. Ja, Toxoplasmose, ihr Lieben, das ist ein ganz, ganz großes Thema, vor allem beim Verzehr von rohem Fleisch. Also wenn ihr ein Steak essen möchtet, dann immer darauf achten, dass es wirklich komplett durchgebraten ist während der Schwangerschaft. Und vor allem gilt das auch für sämtliche Wurstwaren, zum Beispiel alles, was gepökelt, geräuchert, was nicht ganz durchgegart oder durchgekocht ist, darauf müsst ihr wirklich achten, dass ihr hierbei darauf achtet, dass die Sachen komplett durchgekocht oder durchgebraten sind. Ja, um einfach eine Toxoplasmose zu verhindern. Eine Toxoplasmose entsteht durch die Hinterlassenschaften einer Katze, wenn die jetzt draußen auf dem Feld irgendwo ihre Geschäfte verrichtet und da kommt die Kuh vorbei und isst das Gras, wo gerade vielleicht etwas liegt, was eine Katze hinterlassen hat. Und die Kuh wird geschlachtet und wir nehmen dieses Steak zu uns, was auch nicht komplett durcherhitzt ist, dann kann es passieren, dass dieser Toxoplasmose-Parasit sich in unserem Organismus im Körper niederlässt. Und das führt natürlich auch beim Ungeborenen auch zu ungewollten Schäden. Also auch immer wieder gerne heiß diskutiert ist das Thema roher Fisch, Sushi. Sushi, ja, ist natürlich auch ein sehr gern gegessenes Lebensmittel vieler Schwangere und vor allem, wenn man dann auch noch ein paar Gelüste hat. Also ich hatte auch total oft Lust gehabt in der Schwangerschaft auf Sushi, aber ich habe es mir total verkniffen. Umso größer war die Vorfreude halt nach der Entbindung, denn Sushi ist auf jeden Fall nicht erlaubt in der Schwangerschaft. Einfach, weil die Konzentration der Listerien, Bakterien ziemlich hoch ist und natürlich auch wegen der Salmonellengefahr, weil Sushi ist natürlich auch ein rohes Produkt. Und wie wir gerade gelernt haben, wir sollten immer darauf achten, dass alle unsere Produkte, die wir zu uns nehmen, komplett durchgegart sind oder durchgekocht oder durchgebraten sind in irgendeiner Form auch immer. Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich die Folsäure in der Schwangerschaft. Achtet darauf, dass ihr in der Schwangerschaft sehr viel grünes Gemüse zu euch nehmt oder auch Eier. Für Veganer wird es ein bisschen schwierig, aber in der Schwangerschaft wird den Veganerinnen ja auch dazu geraten, vielleicht auf, ja, zum Veggie zu werden und vielleicht wenigstens Eier zu sich zu nehmen wegen des hochwertigen B12, aber auch wegen der höheren Konzentration an Folsäure. Folsäure wird immer gerne supplementiert in der Schwangerschaft, also zu sich genommen in Form von Tabletten als Nahrungsergänzung. Und dazu gibt es auch ganz viele wirklich sehr gute Produkte auf dem Markt. Ich habe immer Folio Forte zu mir genommen mit 800 mg und das werde ich euch unten auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Das Produkt habe ich sehr gut vertragen und hatte überhaupt keine Probleme. Und ja, zu Folsäure gibt es auch nochmal ein extra Video von mir, das werde ich euch hier oben verlinken. Warum, weshalb Folsäure im Detail so wichtig ist, das erfahrt ihr auf jeden Fall in dem Video. Vor allem ist die Folsäure sehr, sehr wichtig im ersten Trimester, weil dort der Prozess der Rückenschließung vonstatten geht und darauf ist ganz stark zu achten, ihr Lieben. Sehr gute Produkte sind auch meistens auch kombiniert mit Jod. Jod ist auch ein ganz wichtiges Element, welches wir auch zu uns nehmen sollten in der Schwangerschaft. Kommen wir zum Obst- und Gemüseverzehr in der Schwangerschaft. Auch ein ganz wichtiges Thema. Natürlich solltet ihr sehr ausgewogen und sehr bunt essen. Und dazu gehört natürlich auch das Obst und Gemüse. Auch da bitte darauf achten, dass ihr euer Obst und euer Gemüse gründlich wascht, um auch dort die Konzentration der Listerien, Bakterien sehr gering zu halten und den Körper dadurch zu schützen und vor allem das ungeborene Kind. Und im Grunde genommen kann ich euch eigentlich sagen, das ist so grob umrissen, worauf man wirklich achten sollte im Umgang mit rohem Fleisch, rohem Fisch, mit Folsäure und auch mit Obst und Gemüse. Denn wenn ihr euch daran haltet, dann macht ihr gar nichts falsch.
Ich gehe nochmal darauf im Speziellen ein, auf das Thema Getränke in der Schwangerschaft. Das kommt dann nochmal in einem gesonderten Video von mir. Und auch das Thema Sodbrennen und Übelkeit in der Schwangerschaft. Das wird es jetzt auch ganz in Kürze geben. Im Grunde genommen ist die Ernährung in der Schwangerschaft eigentlich ein Paradebeispiel für die Ernährung, die man eigentlich komplett im Leben durchziehen sollte. Also wer sich so ernährt wie in einer Schwangerschaft, um sein Ungeborenes zu schützen, der tut nicht nur sich einen Gefallen, sondern auch seiner kompletten Gesundheit ein ganzes Leben lang. Ihr Lieben, ich wünsche euch an dieser Stelle eine wunderschöne Schwangerschaft, eine tolle Kugelzeit und wo immer ihr auch gerade seid, passt immer schön auf euch auf. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Scheut euch nicht, macht mir ruhig gerne Videovorschläge, ich freue mich sehr darüber. Und falls ihr wisst schon, meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es hier in der Ecke. Ich sage, tschüss und bis bald.